Grüß euch, meine lieben Poke-Fans. Willkommen zurück zu Pokémon Purpur, wie ich schon gesagt habe. In der letzten Folge waren wir jetzt auf dem Weg zur Garaposa City. Jedoch mussten wir jetzt ein weiteres Versteck von Team Starjet aus dem Weg räumen. Und zwar das Unlichtversteck. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich habe jetzt mal kurz Lucario jetzt in den Vordergrund gestellt, weil wir sind jetzt natürlich mit Lucario dann im Vorteil. Denn ohne Lucario hätten wir dann wahrscheinlich eine schlechte Karten gehabt. Aber auch mit ein anderes Gestein-Pokémon hätten wir definitiv noch eine Chance. Aber gut. Los geht's. Hättest du Team Star, mit dessen drei Pokémon in deinem Team herausfordern? Ja. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt eine Chance haben. Wir haben einen Eindringling, der durch das pure Glück gegen eine der anderen Banden gewonnen hat und es jetzt mit uns aufnehmen will. Zeigen wir ihm, was Team Star wirklich drauf hat. Machen wir ihn fertig. Herr Hört, Eindringling. Du musst es schaffen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, sonst verrührt unser Boss nicht einmal den kleinen Finger. Na, das werden wir dann sicherlich schaffen. Besiege 30 Pokémon der Rümpel von Team Star. Na dann, let's go. Da sehen wir auch schon, wo die werfen. Das haben wir schon locker, schaffen wir das. Ha, wir sind jetzt ziemlich sehr stark, also da haben sie nur noch keinen Hauch einer Chance. Wir sind jetzt sehr gut vorbereitet für den Arena-Kampf, also für den Kampf gegen den Boss. Sie haben so Zubiris bei sich. Easy as fuck. So, schnell mal auffüllen. Endlich stark werden. Oh, das sind lauter Skunkies. So, 27, fehlen uns nur noch 3 Stück davon. Und das wären die hier. Dann geht es dann richtig mit dem Bosskampf voran. So, Ende. Das war ja easy. Wir sind ihm nicht einfach gewachsen. Schnell, ruf den Boss! Der hat auch so ein Beastmon-Gerät wie der andere. Der Unlichtboss. Mal sehen, was der vorhat. Pinio, Boss von Team Stars Unlichtmitgliedern. Er sieht ja absolut aus wie der absolute Meisterhacker hier. Mit dem Laptop drauf. Wenn wir dann bald jetzt das Bild kommen, ich sehe ja fast gar nichts. Ah, jetzt kommt er schon. Du hast hier eine ganz schöne Nummer abgezogen, Red. Ich bin Pinio, auch bekannt als DJ Evil.
Nenn mich, wie du willst, solange der Vibe stimmt. Nehmen wir als wenn wir direkt zu einem Outro übergehen. Wenn ich so nett bin, lege ich zu deinem Abgang auch ein fettes Requiem auf. Das heißt jetzt Party! Wir lassen krachen, dass die Fetzen fliegen. Na dann los geht's. Der absolute DJ-Boss. Wir starten jetzt mit Lucario, das ist mal sehr gut. Du willst echt deinen Teamstar anlegen? Bist du lebensmüde oder was? Lebensmüde bin ich nicht. Knattertox. Jetzt lasse ich meine Beats erst richtig fetzen. Idiot Evil dreht auf! Und ja, das ist wieder dieses Motorviech. Ist auch Unlicht- und Stahltyp, aber Level 20, das schaffen wir locker. Aurasphäre, los geht's! Oh, die Spezialverteidigung sinkt ein bisschen, aber das juckt uns wenig. Sagens Stabumbild wird schon K.O. gehen. Mit Vakuumwelle den Finisher machen. Und das war's auch schon jetzt. Das war's dann wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das war's dann wohl. Was ist los, Pinyo? Ach. Big Boss hatte ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und einen Kodex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazu gekommen. Da brauchen wir so langsam ein paar Verhaltensregeln. Einen Kodex eben. Ah, okay. Du wirst ja bestimmt einen tollen Kodex für uns ausdenken, nicht wahr, Pinyo? Nein, danke. Das ist mir zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten? Nachdem ich Schulsprecher geworden war? Klar, du hast ja auch einen Haufen nerviger Regeln aufgestellt und dir so Schüler zum Feind gemacht. Du wurdest auch durch jemand anderen ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten, per Exemplum. Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 3 cm im Nacken sind verboten. Regeln waren ein pures Ärgernis, werter Pinyo. Eben. Deshalb sage ich ja, dass ich nicht für die Erstellung für so einen Kodex geeignet bin. Aber du kümmerst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Pinyo. Du kennst uns so gut. Ja, damit haben wir vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich werden wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du nicht jetzt den Kodex schreibst, würde ich ihn befolgen. Meine Wenigkeit würde ebenfalls einwilligen. Okay, Leute. Ich hab's kapiert. Ich werde uns diesen Kodex zusammenstellen. Ich hab getan, was ich konnte. Ja, das war's. Ich muss dem Kodex folgen. Hab ihn schließlich selbst verfasst und dann sind meine Tage als Boss wohl gezählt. Hier mein Teamorden. Das Zeichen meines Boss-Status. Nimm ihn schon. Tja, damit haben wir Teamstar jetzt auch schon Nummer 2 erledigt. Und wo wir schon jetzt mal dabei sind, diese Themen hast du dir auch verdient.
Du erhältst TM62, Schmarotzer. So endet unsere Party, was? Deine Pokémon sind übrigens knallhart. Respekt. So, was lernt ihr da also an der Akademie? Welche Attacken waren am meisten reinhauen und wie man seine Pokémon trainiert und so? Genau. Okay. Gehst du dann gern zur Akademie? Macht's dir Spaß? Wirklich? Hey, da bist du, Pinyo. Wow, noch ein ungebetener Gast. Was soll die Schmalzlocke? Hat dir ein Flutente gestylt? Ich wollte dich kurz nur was fragen. Wäre das okay? Oh, das wird garantiert nervig, aber okay. Hab ja jetzt eh nichts Besseres mehr zu tun. Danke, yo. Voll ey, Swag von dir. Dann komme ich gleich zur Sache. Wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle der Akademie verwiesen. Also warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück in die Akademie? Was wolltest du mich fragen? Okay. Weißt du, wir warten auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person zurückkommen wird, steht in den Sternen. Eine wichtige Person? Ein guter Freund von euch also? Ich rede vom stärksten aller Team Star-Bosse, so wie der Top-Champ der stärkste aller Trainer ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn wir das wüssten. Seit etwa 1,5 Jahren herrscht Funkstille. Wir dachten, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, solange wir nur Team Star am Leben halten. Aber die Lehrer werden uns ständig damit, dass wir nerven uns ständig damit, dass wir das Team auflösen sollen, bla 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 bla. Und dann tauchen auch noch so Partymuffel wie ihr hier auf. Ach, wer weiß. Vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Das klingt, als wäre Team Star und dieser Big Boss dir sehr wichtig, ja? Ist das nicht offensichtlich? Wenn wir auf der Akademie sagen würdet, sind sie wie ein Schatz für mich. Tja. Pinyo ist einfach der chilligste von den fünf. Also wirklich ehrlich. Muss ich schon ehrlich zugeben. Tja. Damit haben wir das auch erledigt. Zwei von Boston Team Star beseitigt. Red. Pinyo hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Verstehe. Und im Boss steht die Segin-Wande vor dem Aus. Pinyo. Tut mir leid, ich war mal wieder im Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf deinem Handy übertragen. Du erhältst 6000 LP. Du kannst der TM-Maschine nur mehr Arten von TMs herstellen. Nutze diese TMs, um deine Pokémon noch stärker zu machen. Außerdem wird dir jemand vom Versorgungstrupp noch einige Materialien vorbeibringen. Das ist wieder wahrscheinlich sie wieder. Cosima. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Ma, was soll das? Hey, lass das. Hilf mir! Jetzt klebt überall Sabber an mir. Mal im Ernst, was ist das für ein Pokémon? Ein ganz besonderes. Besonders merkwürdig, was? Verstehe schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber bevor ich das noch vergesse, hier ist eine Belohnung. Pokémon-Materialien erhalten.
Dein Name ist Red, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Sie sind schon stark, aber nicht besonders stark. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann haben sie sich dann zusammengetan und Team Star gegründet. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Das, weiß ich, aber nur weil ich ihre Konten von sozialen Netzwerken gehackt habe. Es gibt wohl von auch einen geheimen Drahtzieher, der die fünf Bosse versammelt und ihnen das Team gegründet haben soll. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Meine Kehle ist ganz trocken. Also, sind noch ein paar Verstecke übrig. Viel Glück. Na bitte. Wir haben es auch jetzt schon hinter uns gebracht. Wir gehen jetzt mal durch das Versteck, weil sonst kommen wir nicht anders rum. So, mal sehen, was es hier gibt. Ist das Versteck jetzt komplett leer, wie ihr schon hier seht. So, wir mal sehen, wo es jetzt weitergeht. Und wir nähern uns jetzt eh schon gleich der nächsten Stadt. Naja. Sind auch richtig mit diesen Motorrädern unterwegs. So, wir sind jetzt nun in der westlichen Zone 1. Jetzt geht es dann hier weiter. Wir können jetzt mal ein bisschen kurz umgucken, ob wir wirklich noch ein paar Trainer hier finden, hier in dieser Gegend. Damit es hier wieder gelassen weitergehen kann. Hier ist doch das zweite Eingang. Spezialverteidigung hier. Ja, das versteckte Sigint-Bande, das haben wir schon bereits gemacht. Also wir gehen jetzt mal kurz noch umgucken, damit wir jetzt keine Trainer übersehen haben. Und so es aussieht, haben wir keine Trainer übersehen. Nee. Gut, soweit so gut. Dann können wir jetzt mal auf den Weg machen zur nächsten Stadt, nach Garagossa City, wo unser vierter Orden jetzt nun ruft und auch kein Zuckerschlecken sein wird. Denn mit La Croco haben wir dann echt einen Nachteil. Aber wir werden es schon schaffen. Wir werden jetzt ein bisschen ein paar Trainer jetzt mal fertig machen, mal hier und mal da. Mal sehen, ob wir eine Chance haben. Mein Akademie-Schüler sieht er eher ziemlich alt aus, der Typ. Ja, da habe ich ihn gehört, dass er eine Mücke war in der Nähe bei mir, mein Ohr. Aber Level 16 sind die Trainer, das ist ja ziemlich merkwürdig, dass die jetzt so niedrig gelevelt sind. Ich habe eher vorgestellt, sie sind schon fast Level 26 oder 25, aber... Ja, je weniger Level es hat, desto besser. Picuda. Na bitte. Ich glaube, wir werden jetzt noch ein paar Terror Raids auch noch machen, damit wir da ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sammeln können im Laufe der Zeit. So, da gibt es auch sehr viele Warblues. Mal sehen, da gibt es auch ein paar Trainer hier, mal da. Nee. So, dann mal schnell unsere Pokémon heilen. Tränkemäßig brauchen wir jetzt eh nichts. Aber Frau Beiler könnte sehr gut dann für den Wasser-Arena-Kampf dann passen.
Naja. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Wir schauen jetzt mal kurz um. Hier können sich Reit-Pokémon erholen. Das Mindeste, was wir tun können, ist, sie für uns so geduldig durch Baldea zu tragen. Okay. Garafossa City, da sind wir auch schon. Garafossa City ist auch als Stadt des Wassers bekannt. Du kannst dir sicher denken, weshalb. Ja. Wir können uns mal kurz umgucken hier in Garafossa City. Was hier so gibt. Hier gibt es natürlich einen Laden, wir wissen schon selbst. Okay, das ist ein Aufzug. Ich habe nur gedacht, was geschieht jetzt hier. Die Stadt ist aber ziemlich groß. Ein Schwimmbecken hier mal da, ist auch super. Ah, das ist ein Ort zum Urlaub machen, ohne Scheiß. Das scheint eher die Kampfzone, die Kampf, Arena zu sein. Gut, dann warten wir jetzt auf den Lift, denn hier gibt es nichts anderes als nur ein paar Geschäfte, die jetzt nicht so viel wichtig sind. Aber wir werden unseren Charakter dann auch bald wieder aufpimpen. Sehr, sehr bald. Das ist ein Ort zum Urlaub machen hier, ne? So, ich glaube, ich werde mal Frubeiler jetzt mal im ersten Reihe lassen. Ich könnte auch wirklich mit Frubeiler noch weiter kämpfen. Oder weiter trainieren. Wenn wir jetzt noch einen Trainerkampf finden können, aber... brauchen wir nicht unbedingt. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Stockwerk nach oben. Da ist schon unsere Arena, die wir jetzt dann bald betreten werden im nächsten Part. Mein lieber Scholli, ich bin viel zu spät dran. Oh, das war der Typ. Moment mal, Sie, Senior Kombu. Weg ist er, dabei hat er doch das hier vergessen. Entschuldige, aber du bist doch sicher hier, um den Arenaleiter herauszufordern, oder? Ja. Das dachte ich mir. Der große Mann gerade eben war der hiesige Arenaleiter Kombu. Der ist mir... wie vielleicht einer. Gerade ist er los, um auf den Markt einzukaufen und hat seine Geldbörse hier vergessen. Das wird ihm sicher noch Probleme bereiten. Wärst du vielleicht so freundlich und würdest ihm seine Geldbörse bringen? Na klar. Wie nett von dir, vielen Dank. Dafür will ich dir am liebsten gleich hier den Arena-Lord-Orden geben. Ich verlasse mich auf dich. Die Geldbörse, welche Kombo war von Arena-Leiter von Garafossa City vergessen hat, überreiche sie ihm auf dem Markt von Puerto und Mandarena. Deine Sonderzustellung würde ich dann auch direkt unsere Arena-Prüfung gelten lassen. Kombo hat nach Puerto Mandarena aufgemacht. Das liegt jenseits der Wüste im Westen. Oh, pass gut auf dich auf. In der Wüste soll es viele gefährliche Pokémon geben. Naja, Puerto, wo ist das nochmal, dieser Ort? Das ist ein sehr, sehr langer Weg, ne? Naja. Je länger der Weg ist, desto besser. Ich muss jetzt mal einen kurzen Überblick machen. Wir müssen jetzt durch die Wüste dann gehen. Also wenn wir dann jetzt wieder durch die Wüste gehen müssen. Die Arena-Kampf wird dann wahrscheinlich jetzt dann für eine kleine Weile länger dauern. Was auch gut ist. Wir haben sowieso jetzt einen Arena-Kampf sowieso wenn wir jetzt auch gönnen. Damit wir Frubeiler dann im Arena-Kampf auch ein bisschen stärker machen können und die restliche Bande. Also machen wir uns noch schnell auf den Weg zur Arena und hier sehen wir auch ein paar Frame-Drops hier, mal da in der Ferne. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ja, Game Freak hat jetzt Mühe gegeben und ja, ich weiß. Hier mal Frame-Drops, hier mal Frame-Drops da. Das Switch ist ja nicht so sehr
ausgereift für High-Quality Pokémon-Spiele. Aber naja. Die Konsole gibt es jetzt schon fast 5 Jahre. So, die Brutzelwüste werden wir dann im nächsten Part dann betreten. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann werden wir dann direkt auf den Weg machen nach Poerte. Letzter Ort nochmal, Poerte irgendwas? Nach Puerto Marinedo, also die nächste Arena. Also halt als Arena-Leiterprüfung, dass wir durch die Wüste gehen müssen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann werden wir dann in der Brutzelwüste mal richtig Gas geben. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht es dann durch die Wüste. Bis dann, haut rein, euer Red Pocket Hendo. Ciao!